Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Isle. Ja, neuer Dino, neues Video. Und zwar habe ich gerade einen großen Patch gehabt hier in dem Spiel und es stand wieder hinter meiner Version Developer. Habe ich gedacht, weil ich habe diesen Code eigentlich, geht der ja nicht mehr und der war auch gar nicht mehr drin. Oder ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Falle ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Spiel mal schnell gestartet und geguckt. Und es ist tatsächlich, der Hererasaurus ist drin. Ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob es jetzt für alle ist oder ob es jetzt nur für die Developer-Version ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich nutze die Chance, falls es irgendwie ein Fehler ist oder ich habe keine Ahnung, ich teste das hier jetzt auf jeden Fall schnell mal durch. Deshalb, ihr seht jetzt auch im Hintergrund, ist es hell. Ich nehme jetzt mal wirklich bei Tageslicht auf. Ne? Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Auch ganz total ungewohnt. So, da haben wir das kleine Tierchen. Wir können leider nicht dicht daran zoomen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber wir haben drei Skins haben wir schon mal, ne? Das ist okay. Ich kann zwar nicht viel erkennen, aber ich denke mal, der Standard-Skin sieht ganz okay aus. So, das ist wieder selbst gehostet hier, das Ganze, um das Tier mal kurz zu checken. Ja. Nett. Oh, ist ganz schön tiefe Stimme für so ein kleines Tier, ne? Okay, ich merke irgendwie, ist die Kameraführung ist anders. Wenn man jetzt irgendwie dichter rankommen könnte oder so. Das ist ziemlich weit weg, ne? Wir können jetzt... Okay, wir können mit dem Mausrad zoomen. Das scheint neu zu sein. Instinktiv das Mausrad benutzt. Kommen wir noch dichter rein? Nee. Das ist ja geil. Okay, ist ein bisschen ungewöhnlich, die Kameraführung jetzt. Jetzt sind wir ganz dicht dran. Es sieht aus wie so eine Actioncam irgendwie, ne? Aber auch recht interessant, muss ich sagen. Okay, das ist die letzte Stufe. Dann haben wir die Stufe. Und dann noch eine Stufe. Okay, es gibt vier Zoom-Stufen. Das ist so die Vogelperspektive. Die Quetzel-Jagdperspektive. Sehr geil. Ich denke mal Stufe... So, die Stufe ist ganz interessant. Ja, sieht so ganz interessant aus. Ich denke mal, ist größer wie der Dryo. Könnte... Ach, hier ist Levelende. Okay. Könnte Alternative zum Raptor sein. Wo ist das nächste Problem, was wir jetzt haben? Ich stelle die Tiere jetzt 5 Minuten immer kurz vor und danach gehe ich ja auf dem regulären Server ein bisschen Action machen. Ich habe keinen Server gefunden mit dieser Versionsnummer. Das ist natürlich wirklich schlecht jetzt. Ne, deshalb werde ich jetzt hier ein bisschen länger laufen, gucken. Und dann werde ich gucken, ob wir einen Server finden, wo ich drauf spielen kann. Wenn das nicht möglich ist, ja, dann nutzen wir das hier als ersten Einblick. Einfach. So, wir wollen natürlich das Rädchen auch mal durchtesten. So, den Broadcast. Hat echt eine tiefe Stimme, ne? Friendly? Friendly klingt das nicht besonders. Frieden. Oh. Und natürlich... Help. So, was haben wir für Attacken? Wir können schnappen. Gut. Rechte Maus haben wir wieder keine Funktion. Ist okay. Können wir springen? Springen können wir auch. Sehr gut. Das ist ja schon mal vernünftig. Schade, dass wir immer die Arme nicht benutzen können. Ich finde das grausig. Ich würde echt gern... Ah, das mit dem Gras ist ja genial hier, ne? Wir können uns echt gut verstecken. Ich würde sogar meinen, ist der Raptor größer? Der Raptor ist ein Stück größer, oder? Er hat mehr so Dryo-Größe hier, ne? Aber ich finde ihn ganz cool. So, was haben wir noch? Das können wir auch machen. Ist auch schon fertig. Also wir sehen, es ist alles fertig. Wir haben ein paar Skins. Die Sounds sind alle durch. Das ist schon mal sehr gut. Wie humpelt er? Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein schönes Thumbnail. Gucken wir, ob ich hier heile runterkomme. Ah, ich finde den ganz lecker so. Muss ich mal so sagen. Läuft hier so eine kleine Eidechse. Also auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Abwechslung und wir haben neuen Fleischfresser drin. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, hier mit Wald im Hintergrund, ne? Das ist eigentlich ganz schick. Aber er macht das Maul nicht richtig auf, ne? So. Ja, das ist immer gut. In die Blümchen muss er rein, genau. Na.
Könnte ich hier so ein bisschen hinstellen. Genau, sehr schön. Ja, ist ein Schmucker. So, wie gesagt, ich nehme jetzt hier am Tageslicht auf, würde ich sagen. Ja, es ist Tageslicht, am Tage auf. Und es kann natürlich sein, dass jetzt in jedem Moment die Post klingelt oder so. Das passiert sehr häufig bei mir, weil ich ja im IT-Bereich selbstständig bin. Aber dann mache ich halt einen kurzen Cut. Und ich erwarte noch Pakete, das ist sehr gut. So. Machen wir an der Stelle erstmal einen kurzen Cut. Ich versuche einen Server zu finden, damit wir auch mal sehen können, wie es sich anfühlt, damit Gegner anzugreifen. Und wenn ich nichts finde, dann, wie gesagt, komme ich gleich wieder und wir nutzen das als kurze Vorstellung. Gut. Dann bis gleich. So, willkommen zurück. Es gab leider keinen Server mit der Versionsnummer 1392. Die waren alle weit, weit, weit zurück. So, ich habe jetzt einfach nochmal den Server öffentlich für alle gemacht, Herera-Test genannt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt hier noch ein paar Minütchen spielen und hier vielleicht Leute dazukommen. Ich weiß es nicht. Ist natürlich schade, dass wir den jetzt nicht actionmäßig testen können. Aber so. Ach, hier ist mir gerade ein Ende. So haben wir wenigstens erstmal einen kurzen Einblick bekommen. So. Und ich denke mal, wenn er nachher offiziell draußen ist, mache ich nochmal ein Update-Video dazu, wie zum Quetzel auch. Okay. Aber es sieht schlecht aus. Jetzt haben wir natürlich auch kein Fleisch zum Fressen. Aber es geht. Er zieht nicht so viel Stamina ab beim Springen, das ist auch okay. Aber so natürlich die Grastarnung ist sehr geil. Wenn wir denn hier lauern. Ich finde das mit der Cam echt ganz interessant, muss ich sagen. Dass wir hier so ein bisschen dichter auf jeden Fall rankommen. Aber die Kamera spinnt so ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch von der Steuerung her. Auch so sehr schön modelliert, muss ich sagen. Gefällt mir echt richtig gut. Ja, neuer Jäger. Sehr geil. Aber hier kommt echt niemand rein. Das ist scheiße. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum bei mir Developer hinterstand. Ich habe keinen neuen Code eingegeben und der alte war nicht mehr gültig. Ich weiß nicht, ob man dann, wenn man irgendwann mal einen Code eingegeben hat, das immer funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Naja. Okay, gut. Dann machen wir an der Stelle erstmal ein kurzes Folgenpäuschen, sehen das als kurzes Testvideo und wir sehen uns dann demnächst wieder. Das war ja Martin. Tschüss.